Mit beeindruckenden 20 Siegen und 2 Spielen zu unentschieden haben die Handballer vom TV Sandweier ihre erste Saison in der Südbadenliga als Meister beendet. Die Mannschaft steht jetzt vor ihrem zweiten Aufstieg in Folge. Das Besondere ist, dass unsere Handballmannschaft in diesem Jahr den Aufstieg geschafft hat aus der Südbadenliga in die Baden-Württemberg-Oberliga. Und nicht nur den Aufstieg geschafft, sie hat es geschafft als Aufsteiger in die Südbadenliga. Also sie haben quasi den Durchmarsch hingelegt. Mit großer Freude und etwas Wehmut zugleich erlebt der Trainer den Erfolg seiner Mannschaft. Nach vielen Jahren der Betreuung hat er Ende Mai das Traineramt abgegeben und überlässt seine Herren 1 vom TV Sandweier jetzt in neue Hände. Ich freue mich für die Mannschaft unheimlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein TV Sandweier nicht nur der Durchmarsch macht, sondern in solche Sphäre wie die Oberliga Baden-Württemberg aufsteigt. Also das kann einem schon stolz machen. Den Empfang in den Vereinsräumen der Rheintalhalle in Sandweier hatten Ortsverwaltung und Stadt gemeinsam organisiert. Der OB hatte sogar eine Geldspende mitgebracht. In der kommenden Saison werden die Sandweier Handballer den Namen Baden-Badens ins ganze Land hinaustragen. Die Mannschaft hatte etwas erreicht, was nur zweimal nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt passiert ist. Sie sind das zweite Mal Meister geworden. Und sie haben ihren Vätern bewiesen, dass sie genauso gut sind wie die Väter. Und das will was heißen. Wir arbeiten mit eigenen Leuten. Wenn einer kommen möchte, dann kann er das ganz gerne tun. Aber nur dann, auch wenn er dazu passt, wenn er sich in die Gruppe mit eingliedern kann. Die Leute, die von außerhalb zu uns gekommen sind, die haben das problemlos geschafft. Das ist ein ganz tolles Team. Aber unser Schwerpunkt liegt wirklich auf Spielern aus dem eigenen Verein. Die meisten der 14 Spieler des Aufsteigers haben bereits eine Jugendkarriere hier im Verein hinter sich. Das Durchschnittsalter liegt bei Anfang 20. Die Mannschaft ist jung und gut eingespielt, was eine beste Voraussetzung für die nächste Spielklasse ist. In dem Altersbereich, wo sich die meisten befinden, habe ich keine Bedenken, dass sie sich auch in der höheren Klasse noch am Gegner steigern. Das haben wir uns vor einem Jahr so noch nicht gedacht. Aber wir werden da angreifen. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben. Dafür wird eine gute Vorbereitungsrunde jetzt trainiert werden. Und wir hoffen einfach, dass es im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison dann ja, vielleicht ähnlich gut weitergeht wie in der vergangenen. Ich bin zuversichtlich und wünsche den Jungs natürlich, was auch, es sind ja meine Jungs, wünsche ihnen alles Gute und ich werde es auch weiterhin verfolgen, die nächste Saison. Auch wir wünschen viel Erfolg in der Baden-Württemberg-Oberliga. 15 der 30 Saisonspiele werden Heimspiele in der Rheintalhalle sein. Die Mannschaft hofft auf viele Fans. Die detaillierten Spielpläne gibt es in wenigen Wochen zum Nachlesen auf der Internetseite des Vereins.